Willkommen bei Faszination Wissen. Es ist jetzt 3.45 Uhr. Für mich wäre das definitiv nichts, jeden Morgen so früh aufzustehen und dann auch noch anzufangen zu arbeiten. Aber ich bin heute früh mit jemandem verabredet, der macht das fast jeden Tag. Morgen. Hallo Markus, guten Morgen. Bist du schon soweit? Ich bin soweit, ich komme runter. Okay, prima, bis gleich. Markus Fahn arbeitet nämlich beim Radio, und zwar bei Bayern 3. Er ist einer der drei Frühaufdreher, die die Menschen in aller Himmel herrgottsfrüh mit guter Laune versorgen. Ich kann mir vorstellen, das ist kein leichter Job. Hallo. Morgen. Grüß dich. Hallo, grüß dich. Lass uns gleich gehen. Ja. Markus, du musst jetzt meistens nachts um 3 aufstehen. Was tust du denn am Wochenende, wenn du nicht arbeiten musst? Ausschlafen. Also ich gehe relativ spät ins Bett, so um 1, 2 und schlafe dann aber auch bis mittags. Aber das heißt, du lebst jetzt völlig gegen deinen Rhythmus. Ja, also wäre ich Millionär, müsste ich nicht mehr arbeiten, würde ich wirklich bis nachts aufbleiben und dann auch sehr, sehr lange schlafen. Wie geht's dir damit? Ja, man merkt schon, dass man so ein bisschen unter 100% läuft als zu normalen Schichtzeiten. Mhm. Aber du bist nicht der Einzige, der gegen die innere Uhr lebt. Das tun nämlich die meisten von uns. Aber schadet uns das? Das wollen wir bei Faszination Wissen heute herausfinden. In jedem von uns tickt sie, die innere Uhr. Verankert in den Genen, steuert sie den Rhythmus unseres Körpers. Sie bestimmt, wann unser Blutdruck am höchsten ist. Regelt die Körpertemperatur und das Zusammenspiel unserer Organe. Und vor allem bestimmt sie, wann wir müde oder hellwach sind. Doch es scheint lange her zu sein, dass sich die innere Uhr nach dem Lauf der Sonne gerichtet hat. Seit der Erfindung des elektrischen Lichts vernachlässigen wir unseren inneren Rhythmus. Immer mehr soll in die immer gleichen 24 Stunden passen. So machen wir oft die Nacht zum Tag. Und umgekehrt. Zusätzlich sorgt seit knapp 30 Jahren die Sommerzeit für einen Rhythmussprung in unserem Leben. So leben wir gegen unsere innere Uhr. Die Frage ist nur, funktioniert das? Forscher beschäftigen sich mit den angeborenen Rhythmen von uns Menschen. Sie behaupten, ein Leben gegen die innere Uhr bringt uns gehörig aus dem Takt. Diese biologische Uhr ist von der Evolution in allen Organismen über Jahrmillionen entwickelt worden. Sie ist sehr wichtig, gerade in unserem großen, komplexen Körper, wo wir Nieren, Herz, Magen und so weiter haben. Die Zeitlichkeit dieser Organe muss aufeinander abgestimmt werden. Wenn wir da eingreifen und gegen diese innere Uhr leben, dann kann das nicht ohne Folgen bleiben, weil man sich sonst fragen müsste, warum ist denn das System überhaupt entwickelt worden? Das Leben gegen die innere Uhr verändert vor allem eines, unser Schlafverhalten. Bis heute ist nicht geklärt, was im Gehirn passiert, wenn der Körper schläft und wie wichtig das für uns ist. Aber die Forscher bekommen langsam eine Ahnung davon. Wissenschaftler am Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München schauen Schlafenden ins Gehirn mit einem Computertomographen. Darin sind sie weltweit führend. Sie beobachten Sonderbares. Fast alle Regionen des Gehirns nehmen während des Schlafs immer wieder Kontakt zueinander auf. Das Gehirn ist im Schlaf hochaktiv. Und noch eine Entdeckung machten die Forscher. Werden dem Schlafenden laute Töne eingespielt, wacht er nicht etwa auf, sondern schläft selig weiter. Der äußere Reiz wird vom Gehirn ignoriert. Das Gehirn schottet sich ab, um in Ruhe arbeiten zu können. Ein drastischer Mechanismus. Und ein eindeutiges Indiz für die Forscher. Die Vorgänge im Gehirn eines Schlafenden dürfen nicht gestört werden. Sie sind offenbar sehr wichtig. Möglicherweise lebenswichtig. Sie sind vielleicht sogar entscheidend dafür, ob unser Organismus fehlerfrei funktioniert. Ob wir gesund bleiben. Das Leben gegen die innere Uhr bringt uns also wahrscheinlich aus dem Takt und damit auch um den Schlaf. Die Frage ist also, könnte uns das wirklich krank machen? Es
Es ist jetzt 4.15 Uhr und die Frühaufdreher von Bayern 3 bereiten sich gerade hier in der Redaktion auf die Sendung vor. Claudia, wie lang hast du denn letzte Nacht schlafen können? Ich habe geschlafen 4 Stunden. Also mehr ist bei mir nicht, weil ich auch einen relativ weiten Weg habe, fast 90 Kilometer. Und da bin ich um 21:30 ins Bett gegangen, 2:30 stehe ich wieder auf. Oh, das klingt bitter. Und bei dir, Markus? Bei mir sind es in schlechten Nächten 3 Stunden, in guten 7. Heute Nacht waren es 5, also die goldene Mitte. Okay. Fleischi, wie schaut es bei dir aus? Bei mir waren es auch 5 Stunden. Ich wollte halt frisch ausschauen, weil ja das Fernsehen kommt. Aber normalerweise ist es immer schon weniger. Also um die 4 Stunden ist immer schon 4, 4,5 ist eigentlich so der Schnitt. Und hast du dich jetzt in der Zwischenzeit an den anderen Rhythmus gewöhnt? Das Problem ist, glaube ich, nicht das Aufstehen, sondern irgendwann nach der Sendung, wenn dann die Anspannung nachlässt und dann wird es schon langsam, wird man dann ein bisschen dämmerig. Und ich glaube, man braucht das Wochenende, um sie dann wieder zu regenerieren, um dann quasi die Altlasten von der Woche wieder ein bisschen auszuschlafen. Aha. Markus, hast du in den Rhythmus schon wieder reingefunden jetzt? Also das mit dem Wochenende kann ich bestätigen. Und ansonsten habe ich so den Rhythmus, dass ich unter der Woche nachmittags 1 bis 2 Stunden schlafe und dann abends eben so um 10 ins Bett gehe. Also das groovt sich so langsam ein. Und, groovt sich's bei dir auch ein? Mein Problem ist, dass meine Woche eigentlich keinen richtigen Rhythmus hat, weil ich auch 3 Kinder habe, die natürlich jeden Tag was anderes haben, also Schule oder irgendwo hinfahren in irgendeinem Verein, sodass ich eigentlich, also vor allen Dingen ab Mittwoch, lasse ich dann schon ganz schön nach, konditionell. Also das merke ich dann vor allen Dingen im Auto auf der Heimfahrt. Also da habe ich dann mit Sekundenschlaf schon ganz häufig zu tun. Oh, das klingt gefährlich. Ja. Gute Fahrt weiterhin. Die Statistik spricht da eine ganz deutliche Sprache. Die Zahl der Verkehrsunfälle steigt nämlich sprunghaft an, und zwar um 8% in der Woche nach Umstellung auf Sommerzeit. Das heißt also dann, wenn die Menschen gezwungen sind, 1 Stunde früher aufzustehen als sonst. Scheint also Grenzen zu geben. Wir können wohl nicht beliebig an unserer inneren Uhr herumdrehen. Und das ist den Wissenschaftlern noch gar nicht so lange klar. Vor 40 Jahren, im Schatten des Klosters Andechs in Bayern, startete ein revolutionäres Menschenexperiment. Wissenschaftler bauten einen Bunker in den Berg. In ihm verschwanden Testpersonen freiwillig für 1 Monat in die experimentelle Zeitlosigkeit. Keine Geräusche und kein Lichtstrahl drangen in ihre Bunkerwohnung. Keine äußeren Zeitgeber. Was die Forscher interessierte, war, woher kommen die Rhythmen, die den Menschen steuern? Als Beispiel sollte unser deutlichster Rhythmus untersucht werden, der Schlaf-Wach-Rhythmus. Jeden Tag mussten die Probanden Tagebuch führen, Fragebögen ausfüllen und Reaktionstests absolvieren. Aber sie alleine entschieden, wie ihr Tag aussehen und wie lange er dauern sollte. Sie konnten machen, was sie wollten. Vor dem Schlafen allerdings mussten sie sich verkabeln und Bescheid geben. Der Schlaf wurde dann online überwacht. Nach 10 Jahren Bunkerversuchen mit mehr als 400 Personen war klar, der Mensch lebt auch ohne Uhren und andere Zeitgeber einen regelmäßigen Tag mit durchschnittlich 25 Stunden. Unser Rhythmus ist also angeboren, gesteuert von einer inneren Uhr. Normalerweise wird diese innere Uhr über die Sonne mit dem 24-Stunden-Rhythmus eines Tages synchronisiert. Wie bei fast allen Lebewesen. Sogar bei Pilzen, die an der Universität München erforscht werden, ist das so. Jeden Tag bilden die Pilze in den Röhren zu einem bestimmten Zeitpunkt ein Häufchen Sporen. So lässt sich ihr Tagesrhythmus leicht erkennen. Werden verschiedene Pilzstämme im Keller des Instituts, wie bei den Bunkerversuchen, sich selbst überlassen, lebt jeder Pilz nach seinem eigenen angeborenen Rhythmus. Die Sporenbildung erfolgt zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Doch erstaunlicherweise ist die innere Uhr auch bei solch einfachen Lebewesen flexibel. Ein simples Experiment beweist das. Die computergesteuerten Lichtschränke können den unterschiedlich getakteten Pilzen einen einheitlichen Tagesablauf vorgaukeln. Zum Beispiel 12 Stunden Licht und 12 Stunden Dunkel. Nach mehreren solcher Tageszyklen zeigt sich, die inneren Uhren der Pilze haben sich umgestellt. Alle ticken nun im gleichen Takt. Die Sporen bilden sich bei allen zur gleichen Zeit. Die Frage für die Forscher am Zentrum für Chronobiologie war nun, wird auch unsere innere Uhr noch immer von der Sonne geeicht? Oder haben unsere sozialen Rhythmen die Sonne als Taktgeber längst abgelöst? Ist der Mensch einer städtischen Evolution gefolgt?
Da haben wir einen ganz einfachen Versuch gemacht, indem wir nachgeguckt haben, wie verhält sich denn die innere Uhr des Menschen innerhalb eines Landes von Osten nach Westen. Denn von Osten nach Westen geht die Sonne immer später auf, aber die sozialen Zeiten bleiben gleich. Die Wissenschaftler aus München untersuchten den Schlaf-Wach-Rhythmus der Menschen in Deutschland mit einem Online-Fragebogen. Darin sollte das Schlafverhalten angegeben werden. Der wichtigste Punkt dabei war, wann die Menschen am Wochenende, also ohne den Druck von Wecker und Arbeitszeiten, zu Bett gingen und wieder aufstanden. Klar war, dass in jedem Menschen die innere Uhr etwas anders tickt. Mal langsamer und mal schneller. Es gibt Eulen und Lerchen, Spät- und Frühtypen. Die statistische Auswertung aller Daten brachte aber dann doch ein verblüffendes Ergebnis. Das Schlaf-Wach-Verhalten der deutschen Bevölkerung richtet sich noch immer exakt nach dem jahreszeitlichen Zyklus der Sonne. Die Menschen wachten im Osten 36 Minuten früher auf als im Westen. Das entspricht dem Gang der Sonne von Ost nach West. Aber unter der Woche richtete sich der Großteil nicht nach diesem Rhythmus. Vor allem in den Städten schliefen die Menschen zu anderen Zeiten und viel weniger. Und das hat Folgen. Das Problem, was der Großteil der Bevölkerung hat, dass sie zu früh aufstehen müssen, als es ihre innere Uhr vorgibt. Dadurch häufen sie ein Schlafdefizit an, was sie am Wochenende abschlafen müssen. Gelingt ihnen das nicht, nehmen sie dieses Schlafdefizit mit in die nächste Woche, in die nächste Woche, in die nächste Woche und leben damit in einem chronischen sozialen Jetlag, der einen messbaren Einfluss hat auf ihre Leistungsfähigkeit im Alltag. Doch Thomas Kantermann macht bei seiner Studie noch eine andere Entdeckung. Im Herbst und Winter funktioniert die Anpassung des Schlaf-Wach-Verhaltens an den Lauf der Sonne sehr gut. In den Monaten von April bis Ende Oktober aber nicht. Die Synchronisation der inneren Uhr mit der Sonne ist irgendwie gestört. Die Störung setzt immer zu Beginn der Sommerzeit ein. Dann, wenn natürlicher Rhythmus und sozialer Rhythmus zusätzlich um eine Stunde zueinander versetzt werden. Diese Ergebnisse zeigen zwar, unsere innere Uhr kann sich an den Wandel im jahreszeitlichen Rhythmus anpassen, aber diese Flexibilität hat ihre Grenzen, zum Beispiel bei der Sommerzeit. Sie vergrößert den sozialen Jetlag. Und das bedeutet offenbar Stress. Wenn man keinen Social Jetlag hat, wenn also Innenzeit und Außenzeit übereinstimmen, dann haben wir ungefähr 10% Raucher. Wenn wir bis zu 3 oder 4 Stunden Unterschied zwischen Innenzeit und Außenzeit haben in Menschen, dann finden wir in dieser Gruppe bis zu 60-70% Raucher. Und das sind natürlich horrende Unterschiede, die etwas damit zu tun haben, die aufzeigen, dass der Stress, den die Leute erleben, dass sie das durch Rauchen versuchen zu kompensieren. Ein erstes Indiz dafür, dass ein gestörter Rhythmus nicht nur unser Schlafverhalten, sondern auch unsere Gesundheit durcheinander bringt. Wir sind jetzt bei den Bayern 3 Frühaufdrehern mitten in der Sendung. Rauchen tun sie alle drei nicht, sagen sie. Und sie sagen, sie haben auch sonst keine Laster. Aber mal ganz ehrlich, Claudia, stresst das nicht wirklich, dieses frühe Aufstehen? Also ich muss sagen, dass ich mich eigentlich ganz gut dran gewöhnt habe mittlerweile. Für mich gibt es so zwei Sachen, die mich ein bisschen belasten. Das eine ist, dass das Schlafen und dieses ganze Schlafthema meinen Alltag sehr bestimmt. Also ich muss alles darauf ausrichten. Und das andere ist, dass ich schon merke, dass im Laufe der Woche meine Geduld zu Ende geht. Also gerade mit den Kindern, dass ich dann nicht so die Nerven habe, das merke ich dann schon. Und bei dir, Markus, wie macht sich das bemerkbar? Gut, ich habe ja keine Kinder, insofern kann ich unter der Woche immer 1 bis 2 Stunden schlafen nachmittags. Und wenn ich das kann, dann ist es in Ordnung. Wenn ich nicht schlafen kann, wird es bei mir auch kritisch. Also dann kriege ich auch mal schlechte Laune. Und wovon hängt es ab, ob du schlafen kannst oder nicht? Im Prinzip von Terminen. Wenn ich nachmittags Termine habe, wird es schwierig. Ansonsten brauche ich absolute Ruhe und Dunkelheit. Also dann kann ich aber schlafen. Absolute Ruhe und Dunkelheit, Claudia, gibt es das in deinem Leben als Mutter? Nee, also absolute Ruhe schon mal überhaupt nicht und absolute Dunkelheit will ich auch nicht, da kann ich nicht schlafen, aber da muss ich dazu sagen, ich bin echt gesegnet in der Hinsicht, also mich stellst du an die Wand, ich schlafe sofort, also ich habe überhaupt keine Einschlafprobleme, Gott sei Dank. Und ich kann euch beruhigen, im Vergleich zu anderen Menschen habt ihr noch einen recht geregelten Arbeitsalltag. Schichtarbeiter haben nämlich das Problem, dass sie sich immer wieder auf einen neuen Rhythmus einstellen müssen. Es ist 22 Uhr, Schichtbeginn im Siemenswerk in Cham. Für Sabrina May und Gerlinde Kerscher bedeutet das aber nicht nur den Beginn ihres Arbeitsalltages, sondern auch den Beginn eines Kampfes. Ein Kampf gegen die innere Uhr.
8 Stunden werden die beiden Frauen hier verbringen. 8 Stunden arbeiten, obwohl ihr Körper von der inneren Uhr auf Schlaf programmiert ist. Stattdessen müssen sie aktiv sein und wachsam. Sie werden essen und trinken, obwohl ihre Mägen nicht mit Nachschub rechnen. Sie arbeiten komplett gegen ihren Rhythmus. Und trotzdem, zumindest Sabrina, scheint das nichts auszumachen. Ich arbeite seit 4 Jahren schon in der Schicht, habe noch nie Probleme oder Beschwerden gehabt und fühle mich auch wohl in der Schicht. Aber ich kenne andere Kollegen, die haben Probleme mit der Schicht und welche können gar nicht mehr arbeiten. Die Probleme sind also individuell. Betriebsärztin Friederike Benz weiß das, auch die Werksleitung. Und deswegen gibt es hier rund 80 verschiedene Schichtmodelle. Alle eingeführt und angeboten zu einem Zweck, den Schichtbetrieb für möglichst jeden Arbeiter erträglich zu machen. Denn verschiedene Studien ergaben, die meisten Schichtarbeiter haben gesundheitliche Probleme. Vor allem Magen-Darm-Beschwerden, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Stoffwechselstörungen. Ist dann Sabrina May die absolute Ausnahme? Oder könnte auch sie irgendwann einmal Probleme bekommen? Um eine Antwort auf die Frage zu finden, hat das Unternehmen eine bislang einzigartige Studie angestoßen. Myriam Juda und Selin Vetter von der Universität München wollen nach bestimmten Merkmalen bei den Arbeitern suchen. Nach angeborenen Eigenschaften, die vielleicht darüber entscheiden, ob Schichtarbeit gut oder schlecht verträglich ist. Die beiden Wissenschaftlerinnen gaben an 90 Beschäftigte Schlaftagebücher aus. 5 Wochen lang müssen sie darin festhalten, wann sie ins Bett gehen und wann sie wieder aufstehen. So können die Forscherinnen schließlich die unterschiedlichen Chronotypen unter der Arbeiterschaft bestimmen. Die Tagebücher alleine liefern schon eine enorme Datenflut. Aber schließlich geht es um die Gesundheit der Mitarbeiter. Die Wissenschaftlerinnen überwachen auch den Rhythmus der Körperfunktionen während der Schichtarbeit. Vor allem Arbeiter wie Sabrina sind für sie interessante Untersuchungsobjekte. Gelingt es ihr etwa, ihre innere Uhr der Schicht entsprechend umzupolen? Um das herauszufinden, muss sie wie 90 ihrer Kollegen ein Aktimeter an ihrem Handgelenk tragen. Es zeichnet Bewegungen und damit die Aktivitätskurve über die 5 Studienwochen auf. Außerdem überwachen kleine Datenlogger auf der Haut ständig die Körpertemperatur. Gesteuert von der inneren Uhr variiert sie nach einem bestimmten Muster. Kurz vorm Schlafengehen ist sie normalerweise am niedrigsten. Und schließlich müssen die Probanden alle 2 Stunden einen Konzentrationstest absolvieren. Eigentlich sind wir zwischen 10 und 13 Uhr und zwischen 15 und 19 Uhr topfit. Und nicht in der Nacht. Wissenschaftler und Unternehmen hoffen auf die Ergebnisse der Studie. Vielleicht ist es eines Tages sogar möglich, vorherzusagen, welche Menschen für welche Schichten am besten geeignet sind. Solange die Ergebnisse noch nicht vorliegen, versuchen Betriebsärztin und Werksleitung weiterhin mit den unterschiedlichen Modellen die Schichtarbeit zu erleichtern. Aber Friederike Benz weiß, das gelingt nur zum Teil. Denn auch in ihrem Werk klagen die Arbeiter über Herz-Kreislauf-Probleme und andere Beschwerden. Und noch eine Beobachtung macht die Betriebsärztin. So unterschiedlich die einzelnen körperlichen Beschwerden der Schichtarbeiter sein mögen, unter einem leiden sie fast alle. Die meisten Menschen, die in der Nachtschicht regelmäßig arbeiten, kommen zu uns, weil sie über Schlafstörungen klagen. Die Schlafstörungen beginnen mit der ersten Nachtschicht und hören nicht auf mit der letzten Nachtschicht, wenn sie sich wieder in die Tagschicht umstellen müssen, sondern durch die regelmäßigen Wechsel sind diese Schlafstörungen eigentlich immer präsent. Das heißt, viele berichten über einen chronischen Schlafmangel mit den entsprechenden Konsequenzen für den Arbeitsplatz und das soziale Umfeld. Der gestörte Schlaf ist immer das erste Symptom. Könnte es also sein, dass diese Störung und der Schlafmangel die anderen Krankheiten erst auslösen? Sabrina May und ihre Kollegin haben es gut. Sie können noch gut schlafen. Forscher und Unternehmen wollen dafür sorgen, dass dies auch so bleibt.
Hier bei den Bayern 3 Frühaufdrehern ist die Schicht noch nicht zu Ende. Es ist jetzt kurz vor 9:30 und die Sendung läuft noch. Und von dir, Fleischi, würde ich gerne wissen, ob sich denn der Mangel an Schlaf auch körperlich bemerkbar macht. Ja, natürlich. Man braucht mich nur anschauen. Also ich bin ja von Hause schon ein nervöses Kerlchen. Irgendwie die Schulter oder Nasen, irgendwas bewegt sich immer. Und das ist natürlich nur verstärkt. Also ich komme mir vor wie so eine Marionette, wo die Fäden lose sind und wo immer irgendwas unkontrolliert ein bisschen rumschlackert. Ich war auch beim Arzt und da habe ich ein paar Bluttests machen lassen. Deswegen, das war hü und hot und am Anfang war es kritisch und mittlerweile hat sich das aber wieder entschärft. Das heißt, du bist jetzt wieder hundertprozentig fit? Im Moment ja, aber ich glaube, man müsste eine Langzeitstudie anstreben. Also man müsste in 5, 6 Jahren nochmal schauen, was dann so an Konsequenzen da ist. Ich würde sagen, ein Moderatorenjahr sind 2 Menschenjahre ungefähr. Also ich bin auch schon grau geworden. Kannst du das bestätigen, Claudia? Also grau geworden bin ich nicht, aber ich bin dicker geworden. Also das ist mein Problem, dass das so ein bisschen hin und her geht mit meinem Gewicht. Ich habe 8 Kilo zugenommen seit Mai, also seit wir die Sendung machen und habe eine Diät angemacht. Und das geht jetzt immer so ein bisschen rauf und runter, weil ich einfach das Gefühl habe, ich fange halt sehr früh an zu essen, eben 2:30. Wie wirkt sich der Mangel an Schlaf auf den Körper aus? Viel ist es nicht, was die Wissenschaftler bislang dazu wissen, aber das, was ihnen bekannt ist, klingt ziemlich alarmierend. Vielleicht ist das Universitätsklinikum Lübeck bald der Mittelpunkt einer neuen Forschungsoffensive. Denn hier haben sich Wissenschaftler zum ersten Mal in Deutschland die Frage gestellt: Was passiert in unserem Körper, wenn wir zu wenig schlafen? Was passiert im Organismus, wenn das Gehirn seine nächtliche Arbeit nicht erledigen kann? Es begann mit einer scheinbar banalen Idee. Tanja Lange wollte herausfinden, was dran ist an der Redewendung vom sich gesund schlafen. Ihr Verdacht? Das Gehirn bringt während des Schlafens das Immunsystem auf den neuesten Stand und steuert so die Abwehr und Bekämpfung von Krankheitserregern. Aber ob sie das im wissenschaftlichen Experiment beweisen konnte, war ungewiss. Für ihre Untersuchungen wählte sie keine Krankenprobanden. Ihre Testpersonen waren kerngesund. Doch im Laufe des Experiments mussten sie eine Virenattacke über sich ergehen lassen. Die Wissenschaftlerin verabreichte jungen Männern und Frauen eine Dosis Hepatitis A-Impfstoff. Es bestand keine Gefahr für die Probanden, aber ihr Immunsystem war trotzdem gefordert. Und jetzt der Trick. Ein Teil der Geimpften durfte die folgende Nacht ganz normal schlafen. Der andere Teil aber wurde daran gehindert. Im Schlaflabor konnten sie lesen, Fernsehen, arbeiten. Nur eines durften sie nicht: die Augen schließen und einnicken. Auch für die Wissenschaftler bedeutete das eine Nachtschicht. Sie überwachten die Schlaflosigkeit ihrer Probanden. Vier Wochen später nahm Tanja Lange allen Probanden Blut ab. Sie wollte sehen, wie deren Immunsystem auf die Impfung reagiert hat. Und im Blut finden sich normalerweise Spuren des Kampfes zwischen Organismus und Krankheitserregern, zum Beispiel Antikörper. Zuerst untersuchte die Medizinerin das Blut der Probanden, die nach der Impfung nicht geschlafen hatten. Tanja Lange fand Antikörper darin und auch sogenannte Helferzellen. Sie fördern die Bildung von Antikörpern. Sollte also der Spruch vom Gesundschlafen doch falsch sein? Die Antwort erhielt Tanja Lange kurz darauf. Im Blut der Probanden, die nach der Impfung geschlafen hatten, war die Menge der Antikörper doppelt so hoch. Und auch die Menge der Helferzellen war viel höher. Ein Befund, der für Aufsehen sorgte. Wir waren selbst überrascht, dass unsere Ergebnisse so eindeutig ausfielen. Unsere Untersuchungen zeigen: Schlafen hilft bei der Abwehr von Krankheitserregern. Das Gehirn als Steuerzentrale aller wichtigen Körperfunktionen kann offenbar während des Schlafens die Immunabwehr besser koordinieren, zum Beispiel durch die Ausschüttung von Hormonen. Das Ganze funktioniert reibungslos im normalen Schlaf. Ist auf der anderen Seite der Schlaf gestört, dann kann das Gehirn offenbar diese unter Umständen lebenswichtigen Funktionen nicht so gut koordinieren. Und die Immunabwehr fällt schlechter aus. Aufgrund dieser Ergebnisse drängten sich weitere Fragen auf. Könnten auch Volkskrankheiten wie Fettleibigkeit und Diabetes ihren Ursprung im gestörten Schlafverhalten haben? Tatsächlich fanden die Lübecker Wissenschaftler im Blut von Probanden, die nicht geschlafen hatten, eine erhöhte Konzentration des hungerauslösenden Hormons Ghrelin. Strömt es durch unseren Körper,
verspüren wir unweigerlich Lust zu essen. Das Erstaunliche dabei, schon eine schlaflose Nacht reicht, die Konzentration des Hormons deutlich zu steigern. Und damit auch unseren Appetit. Weitere Untersuchungen der Forschergruppe ergaben, Schlaflosigkeit könnte sogar den gesamten Energiestoffwechsel durcheinander bringen. Was unsere Forschung zeigt, ist, dass Schlafmangel, wie er ja immer verbreiteter wird, ein Risikofaktor sein könnte bei der Entstehung von Volkskrankheiten. Und zwar zusätzlich zu klassischen Risikofaktoren, sage ich mal, wie falschem Ernährungsverhalten, zu wenig körperlicher Aktivität, dazu beitragen könnte, dass sich Krankheiten wie Diabetes, Fettsucht oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen immer weiter ausbreiten. Das Leben gegen die innere Uhr hat zwangsläufig Einfluss auf unser Schlafverhalten. Wir schlafen meist weniger und schlechter. Und das wirkt sich sehr wahrscheinlich auch auf unsere Gesundheit aus. Es ist jetzt inzwischen früher Vormittag und die Bayern 3 Frühaufdreher sind fertig mit ihrer Morgenschicht. Und was macht ihr jetzt, Markus? Ich gehe nach Hause und schlafe hoffentlich 1 bis 2 Stunden. Und du, Fleischi? Wenn ich auf der Fahrt zum Golfplatz nicht einschlafe, dann fahre ich auf den Golfplatz und versuche mich da ein bisschen auf andere Gedanken zu bringen, ein bisschen umzuschalten. Aha, Claudia? Ich bin in einer ganz anderen Welt unterwegs. Also ich fahre nach Hause, gehe einkaufen, hole meine Kinder von der Schule ab, fahre die dann ins Training. Und wenn das Wetter gut ist und die zum Spielen raus können, dann schlafe ich auch mal eine Stunde. Okay, auf jeden Fall scheint ihr eure individuellen Strategien bereits gefunden zu haben, mit der Situation umzugehen. Die Wissenschaftler tüfteln noch nach Lösungsmöglichkeiten, aber sie haben bereits jetzt einige Tipps. Noch vor 20 Jahren schliefen wir im Schnitt 1 Stunde länger. Der Schlaf verkommt zur Restgröße im modernen Leben. Vor allem, weil wir mehr auf den sozialen Rhythmus unserer Non-Stop-Gesellschaft hören und nicht auf das Ticken unserer inneren Uhr. Das geht nur, weil wir in unseren Städten vor allem künstliches und damit zu wenig Licht bekommen. Mit Sonnenlicht zum richtigen Zeitpunkt kann jeder seinen Rhythmus wiederfinden. Jemand, dessen Uhr zu spät dran ist, der sollte möglichst in der ersten Hälfte und am ersten Tageshälfte und am Morgen viel Licht tanken, draußen, dort gibt es viel Licht. Und jemand, dessen Uhr zu früh dran immer ist, das heißt, der zu früh aufwacht und zu früh müde wird, der kann sich durch Licht am Abend und am späten Nachmittag diese Uhr ein bisschen nach hinten stellen. Auch das Siemens-Werk in Cham setzt auf Licht. Seit einem Jahr scheinen Tageslichtlampen auf die Arbeiter. Tatsächlich machen sie jetzt weniger Fehler. Sie sind wacher. Und das Licht schafft es auch, die innere Uhr der Arbeiter anders zu takten. Leider ergibt sich dadurch ein anderes Problem. Dieses Licht kann auch möglicherweise sowas wie ein Jetlag verursachen, weil die Schichtarbeiter an freien Tagen natürlich wiederum Sonnenlicht tagsüber bekommen, dann aber in der Nachtschicht Tageslicht in der Nacht bekommen, was dann eine Phasenverschiebung verursacht, sowie ein Jetlag. Deshalb hoffen die Wissenschaftler, mit ihrer Forschung mehr über unsere innere Uhr herauszufinden. Sie stehen kurz davor, ihr Geheimnis zu lüften. Und sie erkennen Stück für Stück, wie sehr uns ein Leben gegen die innere Uhr schaden kann. Es wird von uns immer verlangt, dass wir irgendetwas entwickeln, um den Schlaf zu verbessern. Da sind wir wahrscheinlich noch weit entfernt. Aber vielleicht kann man durch Verhaltenstherapie, durch ein geregelteres Leben, ein Leben mehr im Rhythmus, die Gesundheit doch eindeutig verbessern. Die innere Uhr des Menschen ist kompliziert und sehr empfindlich. Wenn wir gesund bleiben wollen, sollten wir versuchen, mehr im Einklang mit ihr zu leben. Die goldenen Regeln heißen also Licht tanken und auf den inneren Rhythmus achten. Und das müsste uns eigentlich nach wissenschaftlichen Erkenntnissen jetzt besonders leicht fallen, weil wir ja durch die Zeitumstellung wieder 1 Stunde dazu geschenkt bekommen haben. Ich werde mich auf jeden Fall heute früh ins Bett legen, denn ich bin ja schon seit 2:30 wach. In diesem Sinn, eine gute Nacht.